Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Tom Clancy's Ghost Raccoon Wildlands von Ubisoft. Die Open Beta immer noch. Ich hatte jetzt einen Tag Spielepause. Es war ja eher, naja, ein Desaster, was wir da gemacht haben. Aber es waren halt auch meine ersten Spielminuten. Von daher, ich weiß nicht, es sieht glaube ich bei jedem so aus. Boah, und jetzt Motorrad. Alter, naja, ist glaube ich nicht so geil, aber wenn es da steht. So, ich glaube, wir müssen jetzt wieder zu unserer Position hin. 700 Meter, dann machen wir das mal. Komm, wir fahren mal mit dem Motorrad. Ja, um ein bisschen was zeigen hier. Steigen die ich anderen fahr jetzt das mit Motorrad. Auf? Geh, ich komm hinterher. Okay, wie denn? Oh ja, ihr macht das schon. Ach hey, ach hey, das wird nicht gut gehen, Leute. Oh, 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 oh. Ich will mal kurz warten, meine Leute. Die stehen immer noch da oben. Afghanistan, 2005. Gebrochenes Schlüsselbein. Das absolut schmerzhafteste. Schrapnell in der Hüfte von einer improvisierten Bombe. 2009. Stach wie die Hölle und hat ein Jahr gedauert, bis alles raus war. Verrenkter Nacken nach einem Sturz in Afghanistan. Glaubt, es war 07. Schlimmer als jeder Schnitt, jede Kugel oder Knochenbruch. Ich brauchte Morphium zum Zähneputzen. Boston Elementary Academy, 1991. Cindy Margolin hat meine Finger in der Tür eingeklemmt. Ich dachte, ich sterbe. Ah. Wollte ich auch gerade sagen. 2016. Zehennagel eingerissen. Oh, das hat geschmerzt. Das hat geschmerzt. Wir haben alle unsere Leiden. Das gehört zum Leben dazu. So, jetzt mal gucken, ob wir da irgendwie heil ankommen. Alter, das war knapp. Ah, das macht so einen Fun, Alter. Ey, Digga. Wollen wir ein Rennen starten? Komm, lass mal... Oh. Oh, Scheiße. Das Kartell greift hart durch seit unserer letzten Aktion. Wenn sie uns damit aufhalten wollen, war das ein großer Fehler. Was ist denn das für eine Kiste? Ich dachte, er steht da und wir können jetzt ein Rennen mit ihm starten. Ach du Scheiße. Was ist denn das hier? Ein Nachschub. Mit dem Nachschub können wir uns wohlwollend von den Rebellen verdienen. Ah, okay. Ah, Leute, ihr seid ja auch da. Seid ihr mit dem Kombi da gekommen? Komm ich weiter. Komm gleich nach. Jo, mach mal. Fahr schon mal vor. Check die Lage aus. Jetzt weiß ich ja mittlerweile auch, dass ich den einen da... Es stand ja auch da, ne? Verhören. Ich hab's nicht gelesen gehabt. Es sind halt einfach am Anfang so viele Spieleinformationen, die kommen und man genießt ja auch so ein bisschen die Welt. Ich hätte ihn halt nicht abballern sollen. Und beim ersten Mal ist er Tatsache vom Auto überfahren worden. Der Jacko hat das ja auch ein bisschen gefeiert. Voll gut. Naja. Ist halt eine Beta, ne? Und selbst wenn nicht, ich meine, passiert. Unfall. Aber das Motorrad ist aber echt... Oh, 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 oh. Mich würde ja mal interessieren mit einem Controller, wie da die Steuerung ist. Mit Maus und Tastatur ist es sehr... feinfühlig, sag schon hier, sensibel. So, wir sind da. Psch, 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 psch. Jungs, wo seid ihr? Kommen die? Wo sind meine Jungs? Jungs? Hä? Wo kommt ihr denn her? Alter, Ninja! Ihr seid gut. Ihr seid gut. Midas, ich will mir die Namen noch mal kurz angucken. Midas? Ja, Weaver, den hatten wir ja schon mal im Schatten. Und Holt. Midas, Weaver und Holt. Augen auf, es sind Gegner in der Nähe. Alles klar, ich sehe ihn, markiert. So, jetzt noch mal. Das ist ein Treffer. One-Shot. Okay, los, los, los. Verschrecken wir das Ziel nicht. Oh, Stufe 2, es gibt sogar ein Level-System. Alter, wie geil. Ausschau halten nach dem Kartellleutnant. Er kennt Amarus Aufenthaltsort. So, wir wissen ja jetzt ein bisschen hier die Leute. Ich bin mal gespannt, wie soll ich ihn denn verhören? Kann ich ihn in den Fuß schießen oder stirbt er dann gleich? Da ist einer mit Maschinenpistolen. Hab noch einen, Tango. So, wir markieren uns hier wieder und machen wieder mit Q den Abschuss.
Verstanden. Ihr nehmt den, ich nehme den, der sich bewegt. Auf dein Zeichen, Boss. Erstmal schön daneben. Abschuss. Okay, hat aber geklappt. Was hat der denn da gemacht? Alles sauber. Okay, weiter was? Einführung, Tarnung. Drücken Sie 3, um Handfeuerwaffe zu benutzen. Drücken Sie, vorgehen, drücken. Boah. Ja. Ich will jetzt erstmal nur ein bisschen spielen. Alles klar. Sag mal, hier sind auch wieder Vorräte oder sowas, ne? Müssen wir die immer markieren, oder? Ist das Wayne? Leute, seid ihr da? Die kommen. Den. Jetzt will ich mal gucken, wenn ich Q gedrückt halte, sollen die wohl den von alleine ausschalten? Muss ich drauf ziehen? Ah ne, jetzt ist er markiert. Bereit, ne? Für den Angriff. Jo, mach mal. Macht das einer jetzt? Leute, jetzt habt ihr euch den aber nicht geholt. Oder muss ich eine andere Taste drücken? Vermutlich. Hier ist ein Sicario. Bei dem Wachturm. Okay. Kommt der nochmal zurück hier? Ich weiß nicht, was der jetzt da macht. Das war wahrscheinlich das Fenster, was man zur Eliminierung hat. Da kommt er wieder. Jetzt holen wir ihn uns selber. Alter! Psst. Oh. Tango getroffen. Zum Glück habe ich den markiert gehabt. Psch, 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 psch. Oh, da ist er. Den müssen wir verhören. Jetzt bin ich echt mal gespannt, wie wir das hinkriegen sollen. Ich hole mir erstmal den da im Wachturm. Dahinter. Kriegen wir den? Von da oben hatten wir den ganz gut gehabt. Wir gehen mal wieder hier das Haus hoch. War das hier? Ja. Dann weiß ich nur nicht, ob der andere das mitbekommt und dann schnell abhaut. Vielleicht reicht es ja schon ab hier. Nee. Von hier sehen wir ihn noch nicht. Komm hoch da. Da ist er. Ich sehe ein zweites. Das ist ein Treffer. Er hat es nicht mitbekommen, ne? Wie holen wir uns den jetzt? Wie holen wir uns den jetzt? Ich versuche mich mal irgendwie ranzuschleichen. Was macht denn der da? Achtung, Narko mit Maschinenpistole. Ich sehe niemanden. Wo denn? Ey! Er ist schon voll da. Und er hat da Messerwerfen gemacht. Wo ist Maschinenpistole? Tja, wie holen wir uns den jetzt? Lehn dich mal ran hier. Hä? Er lehnt sich nicht ran. Nein! Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Greifen. E. Quédate quieto. Pinche cabrón. Verhören. B. Hör zu, Arschloch. Du beantwortest meine Fragen oder ich schieße dir die verdammte Scheiße aus dem Bauch. Lo entiendes? Jetzt beruhig dich, cabrón. Was willst du? Amaru, wo finde ich ihn? Im Ernst? Darum geht's also? Na klar. Er ist auf der Atoll gefahren. Nur zu. Dann seht ihr, was mit Leuten geschieht, die sich mit uns anlegen. Leute wie euch. Okay, und dann knockt er ihn einfach raus. Okay. Amaru ist ein alter Mann. Er hält der Folter nicht lange stand. Shit, wenn die ihn schon länger in der Mangel haben, ist er wahrscheinlich tot. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Amaru ist eine große Nummer in der Rebellenbewegung. Das Kartell hält ihn am Leben, solange es nicht weiß, was er weiß. Wir können kein Risiko eingehen. Es steht zu viel auf dem Spiel. Los geht's. Okay, cool. Diesmal hat's geklappt. Jetzt würde ich ganz gerne die da unten noch. Das waren ja nur die drei, ne? Ne, warte mal, da hinten war noch irgendwo einer. Letztens. Komm, wir markieren mal die beiden. Das Kartell wartet nicht, bis wir Amaru aufgespürt und gerettet haben. Wie kann ich denn noch einen markieren? Auf dein Zeichen, Boss. Ah, okay. Einer geht dann in Position. Ich kann nur einen markieren. Was ist mit den anderen Leuten?
Franco getötet. Okay, nichts passiert. Alter. Waren das alle? Gut, alles grün für uns. Alles klar. Nice, Leute. Gut gemacht. Alter, warum blutet denn der? Vielleicht haben wir den auch ein bisschen mehr geschlagen als nur Knockout. So, wie komme ich hier runter? Hier. So, dann geht's weiter. Simultan-Schuss, Cooldown. Ah, okay, der hat so einen Simultan-Cooldown dann. Alles klar, alles klar. Ey, komm, runter hier. Ich würde sagen, wir schnappen uns mal hier so einen Jeep. Wobei, ich will mich da ganz kurz mal... Guck mal, das fette Kreuz da hinten. Die spawnen. Ich dachte, wir können die noch irgendwie looten. Ich will nur mal gucken, was hier so los ist. Ah, guck mal hier. Ausrüsten könnten wir uns auch. Was haben die da gerade gequatscht? Konnten wir da gerade was abhören? Das ist, glaube ich, so ein Radiosender. Werden die Toiletten haben? Aber hier haben wir irgendwas, einen Hinweis. Was ist denn das? Guck mal, cool. Die haben so gepokert. Ups. Was haben wir denn da? Eine Diskette? Dokument nehmen? Svenio, die Sicarios haben den entflohenen Gefangenen in Kulta gefunden. Welch ein schöner Name für eine Stadt. Sie haben ihn beschützt. Sie, das Dorf ist bei der Unidad bekannt als Zuflucht der Rebellen. Was wollen die Rebellen eigentlich? Tötet alle. Das ganze Dorf. Bringt göttlichen Zorn über Kulta und löscht es vom Antlitz der Welt. Claro, al rato. Alter. Der ist nicht so freundlich, der Typ. Das wird wohl der Oberboss gewesen sein. Guck mal hier. Ich habe die Texturen mal ein bisschen runtergestellt, weil ich dachte, das läuft dann vielleicht ein bisschen flüssiger. Es ist halt eine Open Beta. Und ihr dürft nicht vergessen, das ist auch ganz schön krass, das Spiel. Und mein PC ist jetzt nicht so der mega geilste. Also ich habe keine Titan oder sowas. Aber schon cool, wie hier auch so kleine Orte sind. Irgendwie so eine Gedenkstätte, ne? Oh, ich hätte jetzt voll gern irgendwie ein Wingsuit, wie bei Steep. Guck mal, da unten, Alter, ist so ein Militärlager. Sieht zumindest so aus, oder ein Hubschrauber. Man kann ja bestimmt auch Hubschrauber fliegen oder so, ne? Na denn, keine Zeit verschwenden, Leute. Wir gehen weiter. Wir gehen mal alle wieder zusammen in ein Auto. Ich fand das so geil, wie die da alle rausgeguckt haben, wo der eine da Stress gemacht hat. Dann kommen die da echt so wie die Moorhühner raus. So, hier den Landrock. Anschnallen, Leute. Kommt da? Oh, was ist denn das da? Der sah irgendwie wie so eine Security-Einheit aus. Okay, oh, eigentlich würde ich so einen lieber haben. Ah, komm, jetzt haben wir den. Sorry. Lass mich mal durch. Alter. Alles gut. Rally, Alter. Ich muss nur aufpassen, dass wir hier nicht irgendwie in Offroad kommen. Und wir kommen in den Offroad. Alter, 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 Alter. Geh auf die Straße, geh auf die Straße. Wie lange sind wir schon hier draußen? Vorsicht. Meine Unterhosen sind alle. Du kannst sie normal vorwärts und andersrum tragen. Oder auf links ziehen und zurück. Ich trage sie rückwärts auf links. Ich brauche nichts zum Wechseln. Ja. Santa Blanca kann uns bestimmt schon 5 Klicks gegen den Wind riechen. Alles klar, wisst ihr Bescheid. Also, wenn die Unterhose irgendwann anfängt zu stinken, einfach auf links drehen und dann hat sich die Sache erledigt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das vielleicht wirklich so bei manchen Einsätzen gemacht wird, wenn die da irgendwo in der Wüste sind, in Afghanistan oder wo sie momentan alle so rumhocken. Da hast du ja nicht die Möglichkeit, dir einfach mal so eine frische Buchse anzuziehen. Jetzt habe ich mich verfahren. Ich gequatscht habe. Wollen wir hier einfach mal Offroad und gucken, was passiert? Alter! Dann wäre das getrieben. Oh, ey. Das ist ein gutes Modell. Also wenn der mit den Achsen das aushält. Oh, Vorsicht, Alter. Leute, macht nicht sowas. Geht mal auf den Bürgersteig. So, da hinten. Ich weiß auch gar nicht, was passiert. Ach doch, weiß ich ja, wenn man stirbt. Obwohl, gestorben bin ich ja noch nicht. Wir haben ja nur die Mission verkackt. Alter, Leute. Will die hier mal rechts und links laufen? Ich
Ich komme dann immer so ins Trudeln. Mit Radio wäre es natürlich irgendwie noch ein bisschen geiler. Man könnte bestimmt hier auch den Radiosender anmachen und dann wird immer so ein bisschen was über die Stadt hier erzählt oder so. Ich will natürlich hier keinen Zivilisten mitnehmen. Alter! Hohoho. Darf ich mal hier... Oh ja, Straße! Also, asphaltierte Straße. Sehr gut. Oh, und wir sind schon nach Heli. Denkt dran, viele dieser Sicarios sind Ex-Soldaten. Checkt eure Ziele. Wenn Amaru von einem Querschläger getötet wird, ist Operation Kingslayer gescheitert, bevor sie angefangen hat. Los geht's. Okay. Ich werde mal nicht direkt da reinfahren. Ich wollte gerade da reinfahren. So, hier, genau. Da. So, wunderbar. Da wollte ich hin. Einmal geparkt. Was hat der? Amaru? Befreien Sie Amaru. Okay, wir dürfen Amaru nicht töten. Bringt so eine Befreiungsaktion meist mit sich. Wäre zumindest von Vorteil. Okay, Amaru. Oh, der Heli. Ich will den Heli. Hey, wir haben einen Narko. Das fällt. Okay, wir müssen erstmal auskundschaften. Wir hatten auch diese Drohne. Wie ging das denn nochmal? Ich hatte das wohin weggeklickt. Also wohin gestern, wo ich gespielt hatte. Man konnte doch irgendwie so eine Drohne, ne? Drei... Ich würde das ganz gerne mal ausprobieren. Einstellungen... Ist das da? Tastatur und Maus. Zu Fußsteuerung. Simultanschuss Q. Interagieren, nachladen, ausrüsten, Nahkampf mit F. Objekt benutzen mit G. Befehlsrad. Okay, was ist das? Lobby öffnen. Hinlegen, Fernglas mit B, okay. Sichtmodus durchschalten mit N, ja, auch gleich mal. Drohne starten mit Z. Drohne starten mit Z. Mit B ist Fernglas, ja. Kann man auch ranzoomen. Ah, wie geil. Können wir auch ranzoomen. Und mit N ist... Ah, Nachtsicht, alles klar. So, und Drohne starten mit Z. Mit Y. Na dann. Die Drohne ist oben. Nu? Okay, auf, ab, Control und Shift. Alter. Wir sind jetzt in so einer kleinen Drohne drin, ne? Wie geil. Da ist noch ein Tango. Hier ist ein Sicario. Dicht bei dem Heli. Tango markiert. Er steht sehr nah bei Zivilisten. Das macht 5. Oh Gott, wie viele das sind. Ich hoffe, die sehen die Drohne nicht. Oh, 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 außer Reichweite. Ich sehe hier ein Sicario-Team. Noch einen. An der Scheune. Fuck, fuck, fuck. Alter, guck mal, wie viele das sind. Okay, jetzt ist die Drohne down. Aber haben wir ordentlich Ziele markiert? Sollte man vielleicht öfters mal nutzen. Dann kann man ein bisschen taktischer vorgehen und schauen, zumindest was einen da erwartet. Jetzt bräuchte man eigentlich einen Sniper, ne? Der die alle lautlos ausschaltet. Ich guck mal, ob wir da irgendwie langkommen. Dann nochmal mit dem Fernglas einen Blick rüberwerfen. Von hier vielleicht. Okay, da ist der drinnen, ja. Der ist gerade am Heli. Alter, guck mal hier an. Weaver! Weaver, kommst du klar? Wie er da einfach steht. So, no, ich bin gar nicht da. Ist irgendwie ein bisschen, Vogelscheuche. Ist irgendwie ein bisschen doof, was der Weaver da gerade macht. Weaver! Weaver, nicht alleine! Macht er jetzt einen Alleingang? Total spannend, was der Weaver da macht. Ja gut, also wenn wir den hier vorne ausschalten, wird es natürlich ein bisschen schwieriger für uns. Andererseits könnten wir natürlich den da mit einem Simultanschuss down machen. Und dann holen wir uns den da selber. Zivilisten im Gebiet, Schusslinie beachten. Bereit für den Angriff. Ich habe irgendwas davor getroffen. Alter, ich erwische ihn nicht. So viel zum Thema Sneaky. Ganz ruhig. Alter, Alter, Alter. Das ist gar nicht so leicht hier mit Kimmo und Korn. So, den
Ah, der lebt noch. Der hält aber auch was aus. Jetzt haben wir ihn. Komm, der steckt da gerade seinen Kopf. Ich brauche ein Zielfernrohr. Sie kommen hier lang. Fuck, fuck, fuck. Weaver. Gib Zeichen. Fuck, greife an. Jetzt haben sie uns, jetzt haben sie uns. Oh, er ist tot. Weaver, hast du den? Der ist noch da, Weaver. Okay. Na dann, Leute, Sturm! Wir stürmen! Ah! Alter, mach keinen Scheiß. Tango getroffen. Wir stürmen, wir stürmen, wir stürmen. Da hinten ist noch einer. Ist der drinnen oder draußen? Nachladen. Ich hoffe, hier sind nicht noch mehr. Den haben wir. Wie sieht's aus hier hinten? Alles sauber hier. Nice. Leute. Lief. Yo, was ist los? Öffnen. Komm raus da, Digga. Hey. Leiten? Sind Sie Amaru? Das, was von ihm übrig ist. Kommen Sie, wir bringen Sie hier raus. Alles klar, okay, jetzt können wir Ihnen auch sagen, er soll hier warten dann. Wieder. So, normalerweise würde ich mich jetzt hier nochmal ordentlich umgucken, ob es hier irgendwelche Dokumente oder sonst was gibt. Aber wir machen uns einfach mal auf den Weg. Alter, natürlich, natürlich machen wir uns auf den Weg. Und ihr wisst doch genau, mit was wir uns auf den Weg machen. Oh, 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 oh. Ob das so gut geht? Leute, steigt mal ein! Ich bin der Pilot. Einführung, auf jeden Fall. Drücken Sie Shift, um mehr Schub. Benutzen Sie Steuerung, um den Hubschrauber zurückzunehmen. Achso, um den Schub zurückzunehmen. Okay, also hoch, runter, bla bla. WS mit Neigen, aha. Lassen Sie Shift los, während Sie A und D verwenden, um Helikopter-Schnelldrehungen auszuführen. Wir drinnen, vorwärts. Und Leute, seid ihr alle drinnen? Ist der Typ auch drinnen? Jo, der sitzt neben mir. Alles klar, na dann mal los. Oh, ich hab ein bisschen Angst. Kriegen wir hin. Zu ihren Freunden. Entonces Pacatari hat also einen Handel mit den Malditos Extranjeros geschlossen, Miss Nar. Klären Sie das unter sich. Okay. Ist einfacher, als ich gedacht habe. So ein bisschen ähnlich wie bei Battlefield. Ist natürlich geil mit den Bergen hier dann und so, ne? Gibt es denn auch Fallschirme, aus denen wir rausspringen können? So hält er dann, okay. Ich probiere hier gerade mal ein bisschen rum. Angriffbefehl machen wir erstmal nicht. Hier. Erstmal ein bisschen an Höhe gewinnen. 2 Kilometer haben wir noch. Die Landung wird nochmal spannend. Ich würde sagen, wir gehen einfach dann so ein bisschen runter und lassen die alle abspringen, oder? Das wäre, glaube ich, das Sinnvollste bei mir. So, dann mal los. Jetzt können wir ein bisschen Schub geben hier. Ich hoffe, die Rotoren überhitzen nicht irgendwann. Alter, was denn da explodiert? Irgendwas explodiert gerade. Okay, da sind wir. 300 Meter. Vorsicht, die Bäume kommen ein bisschen nah. Das war's. Bom, 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 bom. Einmal wenden. So, die Landung, dann war es das. Sag mal hier nicht zu früh irgendwas. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Immerhin haben wir da ganz gut Fläche. Ja, schon mal ein bisschen runter. Oh, der geht aber ganz schön ordentlich runter dann. Wenn man nur kurz drückt. Leute, macht Platz da unten.
Waffenkiste entdeckt. Nice. Okay. Und raus hier. Hola. Hola, señorita. Hola, hola. Waffenkiste. Ah, wie geil, wie geil. Passt gut zu meinen Stiefeln. Ich bin Heli geflogen. Miles. Nee, Miles. Weaver. Hast du gesehen? Ah. Ja, interessiert Weaver nicht. So, hier rein, ja. Okay, dann machen wir das mal. Sichern. Okay. Ich dachte, wir müssen das jetzt sichern. Alles okay? Santa Blanca ist nicht gerade gastfreundlich. Die Aucas, diese Teufel haben mich verhört. Sagen wir mal, ihr Rumgeflirte war ekelerregend. Aber ihre Methoden waren nicht... Heißen die beiden Juri und Polito? Sie, Juri, Polito... Die Schweine haben Ricky Sandoval gefoltert, als Swenny ihn verhört hat. Ich will sie, klar? Da waren nur Sicarios, als wir ihn befreit haben. Ich habe Juri und Polito schon 3 Tage nicht gesehen, vielleicht auch 4. Ich weiß nicht, wo sie stecken. Wir brauchen mehr Infos. Wir durchsuchen alle Dörfer in Kampa, bis wir was finden. Irgendwer wird schon was wissen. Sucht Dokumente, hackt Computer, verhört feindliche Leutnants, sprecht mit Zivilisten. Also los jetzt. Wir drehen jeden Stein um. Alles klar, wir machen erstmal Hausputz. Unsere Entwicklungshelferin will, dass wir die finden. Yay! Aufgepasst, Bowmans Datei zu Judy und Polito kommt rein. Okay. Hola, ¿cómo va? Das ist die Info zu... Ach, guck mal hier. Ich wollte das gerade mal machen. Drohnen können wir... Nachtsicht, die kann man dann so aufwerten. Oh, wie geil, da ist hier so ein rollenspielmäßiges System mit drin, ne? Körper, Ausdauer, kein Schmerz. Trupp, Wiederbelebungstempo, extra Simultanschuss. Das wäre natürlich auch gut. Dann können wir 2 machen, ne? Ein weiteres Ziel für den Simultanschuss. Jo, nehme ich. Kann ich das nehmen? Kann ich das nehmen? Nein, ich kann das nicht nehmen. Das kostet 50 Brennen, 50 Feuer. Wir haben nur 50 Essen. Wahrscheinlich müssen wir da diese Ausrüstungskisten sammeln und sowas. Aber hier, Waffe können wir. Stabiles Zielen. Steuerung beim freien Schießen. Nee, hier. Stabiles Zielen. Und Ausrüstung haben wir. Sturmgewehr. Ist ein Sniper? Oh, ein Snipergewehr. Ich probiere es mal aus. Ich bin an sich nicht so der Sniper-Fan. Ist mir eigentlich immer so ein bisschen zu langweilig, aber... Oh, die nehme ich auch mal. Aber ich probiere es mal aus. Fraktion. Ach, guck mal hier. Wie geil. Hier, die sind doch wohl an uns vorbeigefahren, oder? Sag ich doch, das sind so eine Einsatzkräfte gewesen. Alles. Aber nee, gegnerische Fraktion. Oh, Alter. Nee, dann doch nicht. Rebellentrupp. Ey, was geht, mein Freund? Wie aussieht, ne? Okay. Krass. Geil. Judy und El Polito. Sie spielen eine Schlüsselrolle im Sicherheitsbereich Santa Blancas. Seht euch Baumans Briefing zu ihrer Befehlskette an. Um die Sicherheit kümmert sich El Muro, die Mauer. Persönlicher Leibwächter und Jugendfreund von El Sueño. El Muros kleiner Bruder ist La Plaga. Fieses Stück Scheiße. Aktiv in den sozialen Medien. Top Sicario für das Kartell. Die Jagd beginnt. Wenn wir Sueño wollen, müssen wir uns hocharbeiten. Die ersten Ziele sind Juri und Polito. Erst die Info, dann aufspüren, dann ausschalten. Alles klar. Einführung, Nachforschung. Juri und Polito. Stellen Sie in Provinz Nachforschung an, um etwas über den Drogenkartell herauszufinden. Alle wichtigen Aufklärungsorte da auf der Taktikkarte. Aha. Schalten Sie neue Einsätze in der Provinz frei. Geil. Ich freue mich. Es gibt hier voll viel zu tun. Jetzt schon. Okay, wo ist denn die Taktikkarte? Auf dem M? Das sieht aus. Wichtige Aufklärungsdaten. Können wir uns da einen Wegpunkt? Jo. Guck mal, hier ist auch neu. Alter, das ist die Map, ne? Die Open Beta Map. Ist hier das Ding. Und die gesamte Map ist
Warum bin ich jetzt raus? Ich will mir die ganze... Das wird alles noch freigeschaltet, ne? Also, wenn das komplette Spiel dann draußen ist. Ah, okay, okay. Da ist schon einiges zu tun. So. Wegpunkt haben wir uns gesetzt. Da hinten, 1,6 Kilometer. Oh, Leute, sieht nicht so gut aus. Komm, wir fahren mal mit dem Ding hier. Mit dem Minibus. Wenn die da rausgucken, sieht es natürlich auch geil aus. Ja, alle schießen so aus den Fenstern. Aber ich würde voll gerne die Musik hören. Das geht nicht. Oh, der gibt ordentlich Gas. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der Kleine so viel Power hier hat. Leute. Alle einmal geruckelt und dann stehen wir wieder. Der hat sich ganz schön schnell umgedreht, ne? Das sah gerade ein bisschen merkwürdig aus. Keiner sagt was. Passiert denen so anscheinend öfter. Boah, habe ich die Mauer gerade kaputt gefahren? Hat sich so angehört, ne? Oh, Straße. Sehr gut. Vorsicht. Vorsicht, ich komme. So, jetzt alle weg hier. Alles klar, okay. Es gibt auch normale Straßen, Highway-mäßig. Auf denen man dann so ein bisschen entspannter fahren kann. Norman, Pakatari ist in der Leitung. Klingt, als bräuchte er Hilfe. Stellen Sie durch. Hola, compadre. Nicht beim Fahren telefonieren. Ich habe ein Problem in Itaqua. Und Bowman hat mich an dich verwiesen. Meine Leute in Itaqua brauchen Hilfe. Es gab viele Verluste durch das Ganze. Und die Grauen von Yuri Hippolito haben sie mutlos gemacht. Die Flamme der Revolution ist fast erloschen. Lass stecken, Katari. Sag einfach, was du brauchst. Das Kartell schickt bald einen Konvoi durch die Provinz. Meine Leute brauchen diese Vorräte dringend. Könnt ihr ihn für uns überfallen? Schon erledigt. Leute, wir haben Platten. Wir müssen weg hier. Alter, guck sie hier an. Was? Ich habe gar nicht zugehört, was er erzählt hat. Irgendwie sieht das Auto nicht so gut aus. Alter, die kommen uns hinterher. Die kommen uns ja hinterher. Jetzt gibt's Ärger. Oh, Alter. Was bist du denn für einer gewesen? Feind getötet. Oh, 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 hinter uns. Oh, 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 Leute. Leute, sieht nicht gut aus. Steigt wieder ein. Komm, Deckung. Ich wollte mir den nur als Deckung hinstellen. So, runter. Ich hoffe, die Autos explodieren hier nicht. Komm, wir gehen mal hinter denen hier. Deckung! Tango ist tot. Wo ist er? Gibt Pakatari uns jetzt Befehle? Halt. Okay, das war eine Granate. Komm schon, wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Ich sehe gar nichts gerade hier, ne? Ist natürlich auch gut mit dem Sniper jetzt. Können wir Granaten werfen? Granate! Granate fliegt. Alter, die Sounds von der Granate, ne? Nein, nein. Alter! Alter! Ah, von hinten kam noch ein Auto. Belebt mich wieder, Leute! Außer Gefecht, warten Sie, bis Kameraden geheilt werden. Sie können sie... Aha, pro Kampf wiederbeleben. Okay, okay, okay. Ja, hau mir rein da! Oh, und weg hier! Leute! Ah, Rückzug! Rückzug! Oh, da ist noch einer von uns gefallen. Jetzt bin ich tot. Mäh, war ein bisschen viel hier. Okay, ein bisschen Action am Ende noch. Naja, es ist wahrscheinlich so die Art Polizei hier, ne? Die dann irgendwann alarmiert wird, wenn man zu viel Stress hier macht. Damit man mal so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen wieder zurückkehrt und sagt, hey Leute, chillt mal ein bisschen. Naja, nicht so ganz gut gelaufen, aber wir haben uns ganz gut geschlagen, finde ich. Immerhin. Ne, Jungs. Ach, du hast ja einen Sniper. Dann brauche ich ja gar keiner.
Irgendwo ballern sie immer noch. Ah, ist schon schön hier, aber. Guck mal, wie der Nebel sich hier auch über den Fluss so legt, ne? Einführung, aha. Ah, das waren die Soldaten. Sind gefährliche Feindfraktionen. Angreifen, sobald. Sie sich, aha. Töten sie Soldaten, steigern ohne die Partei. Die unentdeckt bleiben, ja. Ja, okay, da, und dann kommen halt immer krassere. Also ist wirklich so diese Art Polizeisystem hier. So, desto mehr Faxen man mit denen dann macht, desto krassere Einheiten kommen von denen. Ah, schön. Jetzt kommen bestimmt die ganzen Mücken hier raus, Moskitos. So, wir brauchen ein Auto. Wir brauchen erstmal ein Auto. Dann kann ich ja mal hier unsere Standardwaffe nehmen. Dann würde ich mich ganz gerne nachher nochmal wieder umrüsten. Weil wenn der da eine Sniper hat, dann brauche ich ja keine. So, da kommt einer. Dürfen wir? Nee, das ist ja so ein großer. Hallo. Ich habe mal eine Frage. Darf ich mal... steigst du aus? Die Unität ist da lang. Dürfen wir? Eröffne Feuer. Hä? Wer seid ihr denn? Du siehst scheiße aus. Du siehst... Guck mal in den Spiegel, Alter. Wo kam die denn her? Ey, jetzt mein Auto weg. Gut gemacht. Räumen wir auf und dann weiter. Komm, dann müssen wir uns den noch holen. Oh, wie die Sonne gerade untergeht. Eigentlich will ich noch gerade ein bisschen Granate Faxen machen. Granate kommt. Komme mierda, culeros. Danke. Ist beschlagnahmt. Bin Ami. So, Leute, steigt ein. Moment, ich fahre. Alle drinne? Sind nur drei. Ach, da kommt er. Wahrscheinlich nochmal pissen gewesen. Alles klar. Okay, ihr Lieben. Ich würde sagen, ich mache dann hier nochmal eine Pause und dann sehen wir uns in der nächsten Runde nochmal wieder. Macht schon echt Spaß. Also, so für zwischendurch, oh, ein bisschen Geballer mal. Taktik-Shooter. Gefällt mir. Gefällt mir echt. Alles klar. Dann sehen wir uns. Bis denn. Bye, bye.